Wer bist du? Notten heiße ich. Ich bin in Goldtag geboren und aufgewachsen. Seitdem hatte ich auch kein bisschen Glück. Sein Gesicht verzerrt sich. Hatte wohl mehr Glück als Perli. In jedem Fall hat mich dieser weiter ein Freund gekostet. Ich gebe ihn bei ihm schnell nach Hause, bevor er sich sonst noch etwas nimmt. Was ist mit deinem Freund passiert? Wir haben ihn nicht kommen sehen. Nortons Stimme zittert leicht, als er spricht. Wir folgten einem Hirsch. Perli sah etwas im Gebüsch, worauf wir hinterher rannten. Wir sind fast in diese Höhle hineingestürzt. Also ja, hier ist ein kleiner Rechtschreibfehler. Der arme Perli hatte gar keine Chance, bevor wir überhaupt wussten, was passiert war. Hatte sich in der Bär schon geschnappt. Die Biester nehmen sich wohl, was und wen sie wollen, sagte er in einem traurigen Lächeln. Und dieses Mal fiel Galloways Gunst dem Bären zu. Wo seid ihr auf diesen Bären gestoßen? In einer Höhle ein Stück weiter in diese Richtung. Er deutet auf einen Ort im Nordwesten. Ich an deiner Stelle würde da nicht hingehen. Dieser Bär ist wirklich ein riesiges Untier. Ich würde es hassen zu hören, dass er noch ein weiteres Leben gefordert hat. Leb wohl. Gut. Schriftrolle des Chaos, Fuß und Silberluske. Und jetzt haben wir unsere vier Rastvorräte. Das Gras hinter den Wagenrädern ist immer noch niedergedrückt. Mehrere Fässer mit Kohlköpfen, Kartoffeln und Kürbissen wurden umgestürzt und liegen gelassen. Ja, das ist wohl der Wagen, der von den Räubern überfallen wurde. Wir haben ja alle vier getötet. Oder von dem Wolf da. Wobei, das ist nur ein Jungwolf. Der ist nicht so stark. So, er ist schon tot. Who's tired? Just me? Ja, ich weiß, dass wir müde sind. Zerschmetterte Stücke einer Kiste sind zusammen mit etwas schlammigem Gemüse auf der Erde verstreut. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob Teile von dem, also als ob Kisten von dem Wagen weggeschleppt und teilweise vergessen wurden. So, hier oben müsste die Bärenhöhle sein, ja. Entdeckt Bärenhöhle haben wir. Hier scheint noch etwas zu sein. Ja, ein Xaurib-Lager. So, da müssen wir uns mal kurz heilen, weil... Haben wir ernsthaft gerade den Xaurus verfehlt? Okay. Wir haben schon wieder den Xaurus verfehlt. Aber sie verfehlen uns auch zum Glück. Hand auflegen halt zum Glück ziemlich gut. So, der Xaurib ist auch gleich hinüber. Unsere Gesundheit ist schon ein bisschen angeschlagen, aber das macht nicht so viel. Die Verstrebungen und Verstärkungen sind groß genug, um Rippen und Wirbel eines Drachen sein zu können. Ja, so sehen sie auch aus. So. Goldsohle. Oder Sohle. Die Sohle ist die kleinste Goldmünze der Valianischen Republik und wird für Transaktionen mit hohem Wert benutzt. Deswegen ist eine auch 9 KP wert. Also haben wir jetzt gerade 18 Kupferpfand dadurch gekriegt.
Ja, wir haben schon wieder eine kleine Menge an Geld. So, das heißt, wir können uns jetzt auf den Weg machen nach Goldtal, weil den Rest können wir hier nicht alleine schaffen. Wir hätten ja auch eigentlich gar nichts hier alleine machen müssen, außer vielleicht den Koch. Wobei ich neugierig gewesen wäre, was passiert wäre, wenn wir erst im da... im Gasthaus gerastet hätten. So, Goldtal. Who's tired? Just me? Ja, wir sind müde. So, wir sind auf jeden Fall in Goldtal angekommen. Wir sehen schon mal Edda und Alof auf der Karte markiert. Und das hier sieht wie immer nicht schön aus. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. Ein Mann nähert sich dir, dessen Haut so matt und grau ist wie das desolate Dorf hinter ihm. Er mustert dich mit eingezogenen, leblosen Augen. Du musst einer der neuen Siedler sein. Seine Stimme ist ein trockenes Krächzen. Willkommen in Goldtal. Bestimmt würdest du dich freuen, dass hier erst kürzlich ein paar Stellen frei geworden sind. Er starrt auf das knorrige, blattlose Monster vom Baum neben ihn. Heißt du alle auf diese Weise willkommen, bist du wahnsinnig? Kein Wunder, dass hier nicht viel los ist. Ich fühle mich jetzt schon wie zu Hause. Ich könnte mir das Angebot des Fürsten nochmal durch den Kopf gehen lassen. Heißt du alle auf diese Weise willkommen? Die einzige Antwort ist das Gebrumm der Fliegen am Baum, also das Gebrumme der Fliegen am Baum. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric the Seventh has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a hollowborn child? Sein Blick wendet sich wieder dir zu. Natürlich müssen wir zuerst einige Erkundigungen einziehen. Der unschätzbare Fürst Radric, der Siebte, hat große Mühen auf sich genommen, um unser Dorf vor Weitwinds Vermächtnis zu isolieren. Er schätzt sich über halbmondförmige Augengläser ab und kratzt sich am Kinn. Hast du schon mal ein Hohlgeborenes gezeugt? Wovon redest du da? An infant born without a soul, of course. Lord Radric has made it his first priority to eliminate this scourge from our village. Natürlich von einem Kind, das ohne Seele geboren wurde. Fürst Radric hat die Tilgung dieser Geister aus dem Dorf zur obersten Priorität gemacht. I should warn you, stranger. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans, and those who would hide a curse in our midst. Ich sollte dich warnen, Fremder. Hier in Goldtal haben wir einen besonderen Ort für Dissidenten, Scharlatane und jene, die einen Fluch unter uns verbergen würden. Er geht zur Seite und neigt seinen Kopf minimal zum deformierten Baum. His Lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then. After the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here. Die Geburt des Kindes, seine Herrschaft steht unmittelbar bevor. Ohne seine Genehmigung werde ich nicht in der Lage sein, dir eine permanente Bleibe zu finden. Das wird bis nach der Geburt warten müssen, er verschrickt die Arme. Nachdem die Glocken von Radrics Festung die Geburt des neuen Erben Majestfürsten verkündet haben, können wir unsere Unterredung fortsetzen. In der Zwischenzeit kannst du vorübergehend in der Schenke gleich südwestlich von hier unterkommen. Seit einem knapp überlebten Aufeinandertreffen mit einem Bierweg fühle ich mich merkwürdig. Ob es wohl jemand im Dorf gibt, der mir helfen könnte? Whatever your problem, it sounds like a matter for an animancer. However, the only animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than none at all. Der Magistrat wirft die Stirn in Falten.
Was auch immer dein Problem ist, es klingt nach einer Angelegenheit für einen Beseeler. Die einzige Vertreterin dieser Zunft in Goldtal ist aber nicht mehr in der Lage zu sprechen. Er deutet auf eine vom Baum hängende Leiche. Er lächelt höhnisch. Du solltest dich glücklich schätzen. Nachdem sie Fürst Redrick enttäuscht hatte, sorgte wir dafür, dass sie nicht vom fälschlich in sie gesetzten Vertrauen anderer profitieren würde. Eine falsche Heilung ist schlimmer als gar keine. But if you're set on finding a bottle of troll piss or a dead Audra pebble to rub on your forehead, you're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. Aber falls du erpicht darauf bist, eine Flasche Trollpisse oder einen Steinchen toten Adra zu finden, um dir damit die Stirn einzureiben, so kannst du gerne ihre Taschen durchsuchen. Wenn man nach Scheiße gräbt, ist ein bisschen Leichengestank unerheblich. Ich an deiner Stelle würde mich aber freuen, dass mir die Flucht gelungen ist und es dabei belassen. Solltest du aber andere Fragen haben, kannst du sie gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder in Goldtal unsere Regeln und Risiken versteht. Du sagtest vorher etwas von Hohlgeburten und Weitwens Vermächtnis. Er blinzelt. Manchmal vergesse ich, dass ihr Fremden die Seuche in euren Heimatländern nicht kennt. Die Hohlgeburten sind jetzt schon seit fast 15 Jahren die Geisel des Dürrwalds. Er senkt seine Stimme und flüstert nur noch. Ohne Seelen geborene Kinder. Er schüttelt den Kopf. Bemitleidenswerte dumme Dinger, die gerade mal so atmen, aber doch nicht am Leben sind. Manche sagen, die Hohlgeburten seien eine Krankheit, manche sagen, sie seien eine Strafe der Götter. Er hebt seine leeren Hände. In Wirklichkeit weiß es niemand sicher, da sie aber nach dem Krieg des Heiligen begann, etablierte sich die Bezeichnung Weidwins Vermächtnis zu Ehren dieses üblen gotteslästerlichen Heuchlers. Seine Stimme erzittert vor lauter Giftigkeit. Aha. Die Dekrete vom Fürst Redrick können manchmal streng wirken, aber er trägt unser bestes Interesse im Herzen. Er nickt. Ja, wir können ihn trotzdem mal drauf ansprechen, auch wenn es nicht so klug ist, die Ruinen zu erwähnen. Aber wir sagen ja, es war in der Nähe, nicht, dass wir in den Ruinen waren. Sagen wir ihm einfach mal, bevor ich hierher kam, sah ich in der Nähe von Ruinen mehrere Leute eine merkwürdige Zeremonie ausführen. Er sieht dich vorsichtig an. Du solltest dir gut überlegen, wo du das erwähnst. Das unbefugte Eindringen in engvitanische Ruinen ist illegal und ganz abgesehen davon gefährlich. Wahrscheinlich hast du jemanden beim Versuch gesehen, ein neues Ritual zur Befriedung der Götter abzuhalten. Heutzutage lassen die Leute nichts unversucht. Berat, hab Gnade, das haben wir wirklich. Ja, wir sollten das nicht weiter ansprechen, vor allem nicht im Bioweg, also sagen wir nun mal vielleicht. Wie ich schon sagte, es ist besser, sich von derartigen Orten fernzuhalten. Ja, das tun wir auch in Zukunft nicht. Dann auf Wiedersehen. Urgit nickt kurz. Bleibt weg von... Listen! Two tolls. Let that be the last. Three. Gods have mercy. Ja, drei Glockenschläge von Redricks Festung. Urgard blickt mit undurchschaubarem Gesichtsausdruck nach Osten. Er blinzelt kurz und wendet seine Aufmerksamkeit dann wieder dir zu. Anscheinend kommt deine Ankunft zu größter Unzeit. Three bells toll only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Drei Glocken schlagen nur für den Tod eines Reddicks. Ich fürchte, dass Fürst Reddicks Erbe verloren ist, aber ein Hohlgeboren ist und damit gleichermaßen verloren. Eine merkwürdige Zuckung zieht sich über sein Gesicht und seine Mundwinkel verziehen sich zu einem freudlosen Lächeln. Du solltest vorsichtig vorgehen. Die Umstände haben sich erheblich geändert. Was ist passiert? Er zuckt mit einer seiner knochigen Schultern. Nach Ankunft der Boten werde ich weitere Details wissen. Vielleicht sogar die Laune der Geburt. Wie auch immer, das betrifft dich nicht. Was meinst du damit? Du kommst in einer Zeit des Trauerns zu uns. Das Vermächtnis hat Goldtal mit ins Herz getroffen und unsere Bemühungen, uns in Berats Augen reinzuwaschen, müssen verdoppelt werden. Beeinflusst dieses Angebot der Fürsten an neue Siedler des Fürsten? Zu diesem Zeitpunkt weiß ich gar nichts sicher. Du sollst dich etwas ausruhen in der Schenke oder meinetwegen auch in einem Stall. Komm dann wieder zu mir, ich werde schon früh genug mehr wissen. Dann leb wohl.
Gut. Mit dieser Willkommensgeste speichern wir jetzt mal, nämlich als LP001, richtig? LP, habe ich ein Freizeichen gelassen? Ja, habe ich. 001 speichern wir. So, und dann sehen wir uns gleich wieder.